Hallo nochmal. Ja, ich habe gerade euch meinen Ali-Haul abgedreht und habe hier alle Sachen noch liegen und habe auch am Schluss von meinem Video gesagt, dass ich gleich ein bisschen kreativ werden will. Und das, genau das möchte ich auch. Und zwar werde ich mir gleich ein Papier schnappen. Und zwar hier so ein Mixed Media Watercolor Papier. Und werde mir das zurechtschneiden, werde hier mit meinen Sachen und mit meinen Farben und was ich da so habe, mal ein bisschen kreativ werden. Und dann möchte ich ein Album machen, und zwar mit der Cinch. Die hatte ich euch schon gezeigt mit meinem Weihnachtsgeschenke-Video. Und ich musste die übrigens zurückschicken, weil da war was nicht in Ordnung. Immer wenn man die runtergedrückt hat. Ich zeige euch das mal. Und zwar, so, jetzt sind hier alle Teile. Warte mal, ich muss mal das Licht gucken. Das ist ja, also, seht ihr es besser. Wenn es jetzt runterdrückt, die sind jetzt alle so eingestellt, dass sie alle runtergehen sollen. Und das tun sie auch. So seht ihr das. Da gehen sie alle runter. Und bei der Cinch, die ich jetzt weggeschickt habe, eben gerade kam mit der Post die neue. Wenn man die Teile rauszieht, ist es ja so, dass er an der Stelle dann eben nicht stanzt. Und bei dem anderen, die ich jetzt weggeschickt habe, war das so, dass die Teile dann trotzdem mit runtergegangen sind und spätestens beim zweiten Mal runterdrücken mitgestanzt haben. So, und das passiert bei der hier jetzt nämlich nicht. Da sieht man jetzt am Rand, da wo die Dinger oben sind, da bleiben sie dann auch oben. Genau. Ja, und das ist natürlich ärgerlich, wenn man dann mehrere Teile am Machen ist und plötzlich hat man das Problem, dass die dann ja, trotzdem stanzen an einem Teil, wo sie nicht stanzen sollen. Das wäre sehr ärgerlich und deswegen habe ich die ja weggeschickt. Also bei Amazon ist ja immer sehr unkompliziert, einen Anruf, dann gibt es ein Rücksendeding und bringt man zum Hermes-Shop und fertig ist. Genau, und ja, ein neues bestellt. Und hier funktioniert jetzt alles. Ja, und weil ich mir eben, das war auch noch ganz cool, bei dem Weihnachtspaket, was ich da hatte, da war halt nur die Cinch. Und hier bei dem war jetzt für fast 20 Euro weniger als bei dem Weihnachtsteil waren jetzt noch die Dinger dabei. Das war dabei. Und diese Zange war auch noch dabei. Und wie gesagt, das Ganze hat 20 Euro weniger gekostet als bei der Weihnachtszeit. Das Einzige, was mich hier ein bisschen stört, ist, dass hier nicht drauf steht, wie groß die sind. Aber da ich mir ja mehrere gekauft hatte, kann ich dann ungefähr dran halten und sehe dann, welche Größe das ist. Hier habe ich jetzt, ich habe mir hier wirklich verschiedene Größen nochmal nachgeordert, weil ich ja verschiedene Sachen einfach auch machen möchte. Und hatte mir jetzt einfach verschiedene Größen da einmal bestellt. Genau. Und ihr seht, ich habe auch nicht alles von der Originalfirma. Das hier ist jetzt von der Originalfirma. Das war das, was ich Heiligabend von meinem Mann bekommen hatte. Aber die hier habe ich mir dann ein bisschen günstiger bestellt. Genau. Ja. Ja, und hier muss ich jetzt halt gucken. Ich werde nachher nochmal bei der Beschreibung gucken, welche Größe das ist, weil die sind ja noch größer als diese hier. Das waren bisher meine größten, die 3/4 Inch. Und die sind ja hier noch größer. Also ich gucke nachher einfach nochmal in der Beschreibung. Aber die sehen von der Größe, sehen sie alle gleich aus. Halt in unterschiedliche Farben. Genau, aber von der Größe sind sie alle unterschiedlich, aber eben dreimal zwei Pakete Silber, zwei Weiß, zwei Schwarz. Ja, und wenn man überlegt, dass man da jetzt tatsächlich 20 Euro weniger bezahlt hat als für das, was in der Weihnachtszeit war, finde ich, hat man da ein ganz gutes Schnäppchen gemacht. So, ich freue mich jetzt. Ich räume hier kurz mal aus und zwar mache ich mal Pause, damit euch das Geknister hier nicht so nervt. So, ich habe jetzt alles ein bisschen vorbereitet, habe mir hier schon Farben hingestellt, habe die Stempel alle schon mal ausgepackt, dass hier nicht alles so rumknistert. Und ja, ich habe mir drei Blätter von dem Block
genommen, den ich euch gerade schon gezeigt habe. Ich habe die Tüten aufgehoben, muss man eigentlich wegwerfen. Genau. Und ja, habe mir drei Blätter genommen, habe mir die einer in der Mitte einmal durchgeschnitten. Und ja, dann fange ich einfach mal an. Ich werde jetzt auch gar nicht groß hier über irgendwas nachdenken, sondern werde jetzt mir hier einfach irgendwas schnappen und werde einfach anfangen. Genau. Und ja, fange hier auch direkt an, gleich auf dem Papier. Achso, was ich aber nochmal mache ist, hier, das muss ich mal ein bisschen drunter legen hier. Genau. Ja, ich habe so die Erfahrung gemacht, dass wenn man viel über die Sachen nachdenkt, das bringt eh nichts. Am Ende wird sowieso ganz anders, als man sich das vorgestellt hat. Deswegen, warum lange drüber nachdenken? Einfach machen. Einfach anfangen. Genau. Ja, mit dem Papier hier funktioniert das auch eigentlich immer recht gut. Es zieht natürlich relativ viel Farbe ein, aber das macht mir eigentlich nichts. Na, was ist hier los? Ein bisschen vorher. Ups. Ja, es ist zwar eine Hilfe, aber hat auch nicht so mit dem Durchfluss. Muss man ein bisschen fester drücken. So ein bisschen aus wie so eine Landschaft. So, ich glaube, ich gehe überall mit dem Blau noch ein bisschen drüber. Ein bisschen mehr Blau im Bild haben. Ich denke, ich werde als erstes den Stempel mit dieser Meerjungfrau benutzen. Einfach nur, weil ich den jetzt mal ausprobieren möchte. Und ich werde hier mal ganz kurz, glaube ich, mit dem, obwohl die trocknen immer sehr schnell, bis ich das hier abgefummelt habe. Ja, das geht am Anfang immer ein bisschen schwierig. Und weil ich den Stempel auch das erste Mal benutze und nicht weiß, wie gut er jetzt die Farbe annimmt, werde ich den auch definitiv mit meiner Stempelhilfe verwenden. Ich gehe am Anfang immer so schwer ab und wenn man sie zwei, dreimal benutzt hat, dann kleben sie kaum noch. So, okay. Kram ich mir einmal hier meine Stempelhilfe hervor. So. Richtig rumdrehen wäre gut. So, mal gucken. Oh, ein bisschen Farbe kommt noch. Ich föhne einmal kurz ein bisschen drüber. So, einmal kurz drüber geföhnt und sieht auch gut aus. Mir ist auch irgendwie gerade aufgefallen, dass ich irgendwie hätte ich das Grün und das Braun tauschen sollen. Das wäre vielleicht besser gewesen, aber ist jetzt nicht ganz so wild. So, das stempel ich mit meinem schwarzen Stempelkissen vom Stempel ab. Das ist immer super für Watercolor-Geschichten und so. Aber das sieht auch schon echt gut aus. Ich weiß nicht, ob ihr das so sehen könnt. Also wenn sie es so abgibt, wie sie es aufnimmt, dann sieht die echt toll aus. Wir probieren es mal. Boah, cool. Sehr, sehr cool. Da werde ich hier gleich mal ganz kurz. So, mini kurz. Dann würde ich euch jetzt nicht schon wieder ausmachen. Aber naja, okay, da wird es ein bisschen matt, aber es macht nichts. Kann ja hier einfach nochmal ein bisschen
Stempelfarbe drauf machen auf die Stelle und dann einfach nochmal drauf stempeln. Ja, das ist immer das Schöne an den Stempelhilfen und zack, sieht toll aus. Ich gehe hier mal mit dem Ding hin und mache mal die komplette Nagelfrau doch noch mal ein bisschen kräftiger. Ja, also das hat sich für mich jetzt schon gelohnt. Die sieht schon sowas von gut aus. Voll mein Geschmack. Ja, und dann mal gucken, was ich da jetzt noch alles so dazu mache. Schauen wir mal. Ich finde auch so Musiknoten gar nicht so schlecht, da noch ein bisschen mit reinzuarbeiten. Bubbles hier könnten vielleicht auch ganz gut funktionieren. Vielleicht sogar die hier noch, obwohl nee, die besser. Die haben verschiedene Größen. So, dann nehme ich hier mal mein Spray. Ich habe ja auch diese von Stampin' Up, diese Tücher. Zeige ich euch die mal. Diese Teile hier, diese Schwämme, den habe ich noch doch ein einziges Mal ganz kurz benutzt. Und den hier habe ich schon ewig benutzt, aber ja, die müsste ich jetzt erstmal mit Wasser machen. Und ich habe ja noch ein bisschen was von meinem Stampin' Mist. Küchentüchlein, das hat man ja sowieso als Bastler hier immer irgendwo parat. Und dann funktioniert das ja auch super. Ja, das geht super ab. Und der Stempel ist danach wirklich wieder top sauber. Ich mag das Zeug sowieso sehr gerne. So, Jawolski. Zack. Ja, diesen Spruch mit sei immer du selbst, außer du kannst eine Meerjungfrau sein, dann sei eine Meerjungfrau, den benutze ich jetzt natürlich nicht. Finde ich auch irgendwie nicht so schön. So, mit dem Kompass bin ich noch am Überlegen. Vielleicht benutze ich den oben in der Ecke. Bitte nicht kaputt gehen beim Abmachen. Ja. So. Jawohl. Da habe ich ihn. Da werde ich mir den in die Ecke. Mache ich den gerade rein? Ich glaube, ich mache ihn gerade und ich stempel ihn auch nicht ganz voll. Ich glaube, ich mache ihn nur so halb. Ja, nur so halb, genau. So. Und mache ich das in Schwarz? Nee, ich glaube, das mache ich mal in Petrol. Oh, ich habe gestern mal geguckt und habe mir Farben von Stampin' Up mal nachbestellt. Ja, es gibt so viele Farben nicht mehr, die ich gerne benutze. Da muss ich jetzt echt mal gucken. Also Gott sei Dank habe ich von dem Petrol mir damals schlauerweise gleich zwei Nachfüller besorgt. Kann ich euch gleich mal was drauf machen. Das Problem ist, dass ich in letzter Zeit meine Stampin' Up Stempelkissen auch relativ lange nicht mehr benutzt habe. Und das ist natürlich, wenn man die nicht benutzt, dann trocknet das ja auch ein bisschen aus. Aber man kann die bestimmt mit Wasser auch wieder ein bisschen aktivieren. Kann ich mir zumindest vorstellen. So. Ja, aber jetzt habe ich mir gedacht, nee, jetzt bestellst du mal schnell die restlichen Farben, die du noch so hast, die Nachfüller, bevor es die dann auch irgendwann nicht mehr gibt. Das wäre dann echt ärgerlich. So, so gut wie möglich versucht nur diese eine Hälfte einzufärben. Und dann mit dem Petrol da drauf. Ja, sieht doch ziemlich cool aus. Da habe ich ein bisschen zu dolle gedrückt bei dem Nordwesten, aber finde ich trotzdem ganz cool. Da ist noch genug dran. Da nutzen. Jawolski. So, den wieder zumachen, bevor ich hier. So. Ich glaube, da nehme ich mal so ein Jeansblau. Oder ich kann auch eine von den Farben hier benutzen.
kann man ja auch gut auf die Stempel draufpacken. Wo habe ich denn jetzt meine Musik da? Ich überlege mir gerade, nehme ich diese Musik oder nehme ich andere? Ich hatte ja hier auch noch andere, da sind ja auch noch Musiknoten. Aber ich glaube, die sind vor dieser Kreis, passt dann wieder ganz gut zum Ding. Aber nee, ich nehme das. Ach, das sind auch immer hier verschiedene eigene Streifen. Ich dachte, das wäre ein, oder ist das ein komplettes? Doch, ist ein komplettes Teil. Ich dachte gerade, es wäre, oder wisst ihr was, das lasse ich gerade mal drauf, weil ich werde das hier immer nur mal so ein bisschen hier so, wisst ihr, wie ich meine? Nur so ein bisschen reinsetzen. Da schiebe ich das Teil mal wieder nach unten. Und dann nehme ich mir hier mal das Jeansblau. Da bin ich gespannt, wie das noch aussieht. Übrigens mag ich die alten Stempelkissen von Stampin' Up viel lieber als die neuen. Irgendwie ging das leicht so. Zack, gegendrücken und fertig. Bei den neuen finde ich das viel schwieriger. Besonders dann, wenn die noch relativ neu sind. Dann muss man hier erst, habt ihr gesehen, da rutscht man schon ab. Braucht man richtig Kraft, um die aufzumachen und auch um das hier reinzuschieben. Da braucht man auch richtig, also wenn man es ein paar Mal gemacht hat, klar, dann wird es leichter. Aber bei den ersten paar Malen finde ich echt, ist das relativ schwer. Seht ihr, das ist aber auch eine gute Idee mit Flüsterweiß. Mach ich mal. Benutze ich sowieso viel zu selten. Warum nicht? Einfach mal ein paar weiße Musiknoten. So, und dann werde ich mal ein bisschen hier vorne so. Zack. Ich hoffe. Ich hoffe, es funktioniert. Da kaum was. Da kann auch sein, dass dieses Flüsterweiß nicht mehr so denkst, obwohl das habe ich noch nicht so lange. Das dürfte eigentlich noch nicht. Dürfte eigentlich nicht auf so sein, dass es aufgefüllt werden muss, weil ich habe es noch nicht so lange. Aber ihr seht, stempelt gerade nicht so gut. Jetzt muss ich mal überlegen, hatte ich hier einen weißen Auffüller noch stehen oder nicht? Upsi, was bist du? Ja, sehr gut, weiß. Genau. Füllen wir den noch einfach gleich mal ein bisschen auf. Ja, das ist natürlich auch bei weiß, ach, seht ihr hier sogar in der Flasche. Ich muss das erstmal ordentlich schütteln. Das lässt sich auch gar nicht wirklich schütteln. Ja, das ist anscheinend sogar in der Flasche fest. Ah, jetzt kommt's. Oh. Euch das an. Das ist hier so richtig zäh. Also das muss man, glaube ich, auch gleich richtig gut einarbeiten in das Kissen. Und seht ihr das? So ganz zäh. Kommt das raus? Muss gleich mal gucken, wie ich das hier einarbeite. Ach, ich nehme hier einfach mal. Denkst doch, ja. Vielleicht kann ich den wieder abwaschen. Habe ich hier nicht noch einen kleinen Rad? Na, komm mal raus. Na, den benutze ich nämlich immer für meine Plotter-Geschichten. Wenn ich einen Plotter ausmache, möchte ich nicht so gern. Weil ich weiß, dass dieses Weiß auch schwierig wieder abgeht. So. Ja, gut, dass ich mir das Weiß nochmal bestellt habe, also den Nachfüller. Den habe ich mir nämlich auch noch mal mitbestellt. Da bin ich jetzt ganz froh drüber. Na, der hier, der ist noch so halb voll. Aber da habe ich ganz schön viel. Braucht man ganz schön viel, um das Kissen da wieder einigermaßen voll zu kriegen. Kissen nimmt auch gut was auf. So, genau. Dann nochmal der Test.
Ah, okay, da hat es auf jeden Fall schon mal Farbe. Leider hätte ich mal den Stempel vorher einmal abstempeln sollen. Mal gucken, ob ich da wieder ein bisschen so runterkriege. Sonst verschmiert das einfach. So, genau. Jetzt probieren wir es gleich nochmal. Aber mit ein bisschen weniger. Ist einmal so und einmal so. Erst zu wenig, dann zu viel. Jetzt habe ich wieder das Gefühl, ich kriege keine Farbe auf dem Stempel. Also, bin ich gerade nicht so begeistert. Ich probiere es jetzt einfach nochmal ein bisschen weiter rüber. Ich weiß gar nicht, ob ich hier dauernd meinen Kopf. Nee. Also, entweder ist der Stempel blöd oder das die Farbe. Ich probiere das jetzt mal mit einer anderen Farbe. Komm raus. So. Gut. Ja, wie gesagt, ich verschiere einfach wieder drüber. Ist ja nicht so schlimm. Weiß macht ja Gott sei Dank immer nicht so viel aus. Wenn es mir dann zu hell wird, gehe ich halt immer ein bisschen mit dem Blau drüber und die Welt ist wieder in Ordnung. So. Aber mich interessiert jetzt, ob dieser Stempel so doof ist oder nicht. Und dafür nehme ich mir jetzt mal irgendeinen anderen. Oder gerade gut funktioniert mit dem anderen Ding, dann kann ich das jetzt mal ausprobieren. Ja, jetzt macht er hier so weiße Dinge. Doch. Den Petrol. Auf jeden Fall besser aus als vorher. Und jetzt habe ich hier überall weiß in meinem Petrol drin. Auch nicht Sinn und Zweck der Sache, aber okay. So, dann machen wir es halt doch so. Ach, guck mal, so ist das schick. In die andere Richtung. Ja. Geht doch. Geht doch, geht doch. Schnuppi. Gut. Umklappen. Seht ihr, wie das hier die Farbe vom Stempel ablöst und aufnimmt. Doch noch ganz schön viel Farbe. So. Ich möchte nicht wissen, wie oft ich jetzt schon so gesagt habe. Ich habe nicht gezählt. Beinahe wieder. Gerade noch die Kurve gekriegt. Muss mir irgendwas anderes überlegen. Wenn ich immer so sage. Ich glaube, ich werde als nächstes diesen hier noch ein bisschen benutzen, obwohl ich überlege gerade, ich mag das immer nicht, wenn es zu voll ist, aber ich will hier irgendwie auch nicht zu wenig drin haben. So, ja, geschafft. Hier haben wir halt diesen großen und ich überlege gerade, ich den hier einfach verwende und dann einfach einmal so drüber oder diese Teile hier unten vielleicht noch ein bisschen hin als Kieselsteine, vielleicht mit Savanne. So, upsie. Naja, auch von Stampin' Up die Farbe Savanne. Komm mal raus. Na. Das ist hier so hinter meiner Tastatur versteckt. So, jetzt habe ich es. Ja, ich muss mir das angewöhnen. Ich habe bei den neuen Stempelkissen mir überall da so ein Papier drunter gemacht und vorne gleich, dass ich sehe, wie die Farbe tatsächlich auf dem Papier aussieht. Und dann kann man es an diesem Teil auch schön rausziehen. Und bei denen ist ja eigentlich so gedacht, dass man es hier dran zieht. Und das funktioniert aber bei meinem Teil nicht so gut, weil ich das zu tief gemacht habe. Also die Stempelkissen sind halt zu tief drin. Und deswegen ist das ein bisschen doof. So, Savanne gibt auf jeden Fall noch Farbe ab. Dann gucken wir mal. Teile hier ein bisschen hoch.
Ah ja, guck mal, das sieht doch gut aus. Ein paar Teile so ein bisschen untereinander mixt. Sieht doch ganz süß aus. So, pack euch das mal ein bisschen höher. Vielleicht auch noch ein bisschen drehen hier, dass es nicht alles immer so gleich aussieht. Auch mal mehr am Rand packen. So. Genau, so das eine mal ein bisschen an den Rand. Dann haben wir nicht alles gleich. Na, Schatzi? Hast du Hunger? Ja, ich mache ein Video. War nicht so schlimm. Hast du gegessen? Okay. Hast du mal in den Topf geguckt, wie dolle das schon runtergekocht ist? Geht's? Oder ist noch genug Wasser drin? Okay, danke schön. Ich habe die Schadenanzeige per online aufgegeben. Ach so, das ist okay. Ja. Na gut, Hasi. Ich passe hier noch ein bisschen weiter, wenn das jetzt unten nicht sofort meinen Eingriff benötigt. Schon auf die Uhr geguckt, aber eine halbe Stunde kannst du mindestens noch kochen eigentlich. Steht, weiß ich, ob es noch runterstellen kann. Ich glaube nicht. Das ist schon ganz klein, glaube ich. Ja, so viel warte mal, ich mach mal ein paar. So, das Gespräch mit meinem Mann hat jetzt doch ein bisschen länger gedauert. Erst habe ich gedacht, ach, kannst du laufen lassen. Aber dann wurde es immer länger und dann dachte ich, nee, jetzt mach mal aus. Und dann konnte ich auch wenigstens gleich nach dem Essen gucken. So, so sieht es bisher aus. Finde ich gar nicht schlecht. Aber ist noch so leer irgendwie. Obwohl ich es ja immer schlicht mag. Also mir würde es theoretisch so schon gefallen. Und das hier hätte ich schon weglassen können. Nach meinem Geschmack. Da habe ich schon zu viel Musiknoten-Dinger drauf gemacht. Aber nicht schlimm. Ich kann ja da nochmal mit Farbe nochmal ein bisschen drüber gehen oder so. Zum Beispiel mit der jetzt hier. Also nochmal so ein bisschen. Gar nicht viel sein. Das ist hier nochmal so ein bisschen ja, bedeckt. Das gefällt mir nicht. Ja, dann mache ich nochmal ein bisschen Blau drüber. So, dann sieht man es nicht mehr so dolle durch. Und dann finde ich es gleich schöner. Genau, viel besser. Sieht man zwar immer noch, aber sieht man nicht mehr so dolle durch. Genau. Okidoki, ja. Jetzt überlege ich gerade. Mache ich hier nochmal was mit oder nicht? Was ich natürlich jetzt auch machen könnte, ich könnte mir die Strukturpaste mal vorkramen. Und dann vielleicht mit Strukturpaste noch ein bisschen arbeiten. Erstmal so einen Untergrund quasi geschaffen. Und dann ja, könnt ihr auch noch mit Papieren arbeiten. Könnt ihr noch so ein bisschen irgendein Papier raussuchen. Ich guck mal ganz kurz nach meiner Kiste. So, ich habe mir meine Modellierpaste einmal vorgekramt. Vorsichtshalber noch mal ein paar Pigmentfarben, die ja auch immer ganz schick sind. Und habe mir hier von meinem Media Krams da zwei solche Teile mit Landkarten rausgesucht. Und da werde ich jetzt einfach mal so ein bisschen was abreißen. Mir hier so ein bisschen draufkleben. Mache ich jetzt einfach mal mit normalem Kleber. Gar nicht groß mit Modellierpaste. Mit der Modellierpaste mache ich dann danach mit Schablonen noch mal ein bisschen was drauf, deswegen werde ich die jetzt auch gar nicht so perfekt kleben hier. Einfach hier irgendwo so mitten rein. Ja, ich habe ja vorher schon gesagt, ich werde da gar nicht groß drüber nachdenken, was ich mir da alles so hinklebe oder auch nicht. Ich werde das hier einfach irgendwie kleben und dann muss auch nicht perfekt sein, muss nicht perfekt aufgeklebt sein, weil ich dann an den Händen einfach mit Modellierpaste auch noch so ein bisschen arbeiten werde. So. Oder hier vielleicht ein Papier auch so ein bisschen übers andere kleben.
Ja, das ist für mich auch noch so ein bisschen Neuland, weil das habe ich ja auch noch nicht wirklich gemacht. So dann mit Papieren und so. Also ich habe das ganz oft gesehen bei vielen Leuten und fand es richtig cool, aber habe es selber halt noch nicht gemacht. So, jetzt fiel mir natürlich gleich noch ein, dass ich auch noch ein paar Schablonen brauche. Also ja, da habe ich mir noch ein paar hier vorgekramt. Die vom Action hier, muss ich sagen, bis auf diese festen, wo dann nur so Kreise oder so sind, die funktionieren ganz gut, aber die hier gehen auch noch. Aber die hier, die gehen schon relativ schwierig und ihr seht, man kriegt die auch ganz blöd wieder sauber. Ich habe das schon aufgegeben, ich mache die schon gar nicht mehr richtig sauber. Aber bei denen fand ich jetzt ganz gut, weil hier doch einiges so ein bisschen nach so Wellen aussieht. Und wenn ich da so ein bisschen Paste nehme mit was Rotem mischt, dann werde ich das wohl hinkriegen. Ja, das hier ist eine meiner Lieblingsschablonen momentan, aber ich finde, die passt jetzt nicht so wirklich dazu. Muss mal gucken, was ich hier noch mache. Also was ich auf jeden Fall erstmal mache, ich werde jetzt mal aus meiner Stempelhilfe hier rausnehmen. Muss ich mir ja nicht auch noch einsauen. Die kann auch ein bisschen an die Seite. Und hier unten habe ich immer schon meine Folien da stehen. Und genau, da werde ich mir gleich ein bisschen Paste drauf mixen. Und die werde ich dann hier so mit dazwischen machen. Vielleicht werde ich auch noch hier, weiß ich noch nicht. Mal gucken. Ich weiß noch nicht. Ich bringt jetzt auch nichts, irgendwas zu sagen. Vielleicht mache ich dies oder vielleicht mache ich das. Und am Ende macht man es nämlich doch ganz anders. Die Erfahrung habe ich dann mittlerweile gemacht. Ja, ich habe hier auch noch ziemlich viel von meiner Paste. Nämlich auch gar nicht so viel. Die ist irgendwie immer sehr ergiebig, finde ich. Und dann nehme ich mir mal hier so ein Blaugrünchen. Ja, so ein Blauton. Zack. Vielleicht auch ein bisschen von dem. Vielleicht mache ich einfach zwei ineinander. Mal gucken, mal erstmal ein bisschen was von dem hellen. Mit diesem Zeug muss man auch immer so vorsichtig sein. So, also ein paar Krümel machen da schon so viel. So viel aus, deswegen. Bin ich da immer sehr, sehr vorsichtig. Das hier ist ja mehr so, schon fast mehr grün aus. So. Erstmal an die Seite, so ein ganz bisschen das rechten erstmal. Soll ja auch gar nicht so kräftig werden. Und wie man sieht, ist das auch schon wieder ganz schön. Sieht gut aus. Sieht wirklich gut aus. Umso mehr man die Pigmente natürlich aufdrückt, umso mehr lösen sie sich und umso mehr Farben kommen dann auch. Aber weil ich ja gar nicht so viele Farben haben will, ich glaube, ich werde jetzt das hier benutzen und hier einfach mal so ein bisschen so wie Wellen quasi machen. Muss auch nicht perfektus sein. So. Einfach nur so ein bisschen. Ich glaube, das hier reicht mir schon, diese Schablone hier. Das finde ich irgendwie auch ganz witzig, weil es so ein bisschen an so einen Fischschwarm irgendwie erinnert. Mache ich vielleicht mal hier so in die Mitte rein. Schwupp, ja, irgendwie, ne? Hat was von so einem Fischschwarm. So. Ja, eigentlich ist es ja jetzt eher so, als wenn diese Meerjungfrau auf dem Meeresgrund sitzt. Also empfinde ich immer mehr so. Deswegen werde ich die Wolken weglassen, aber ich werde mal hier oben so einen kleinen Delfin dahin basteln. Und die Paste, die trocknet auch immer super schnell. Da muss man echt fix mitarbeiten. Den schicken Delfin finde ich super schicki. Ja, und hier noch so ein paar Bläschen. Finde ich zwar nicht so gut, dass die so ganz gerade sind, aber ein bisschen schräg und muss ja nicht so viele machen. Hier passt es auch schon eigentlich schon fast zu fest wieder, um da vernünftig mitarbeiten zu können. Und schon wieder kaum noch benutzen.
Genau. Ich versuche das natürlich ein bisschen sauber zu machen, aber meistens bringt das nicht so viel. So. Da kann ich mir schon das andere Teil schnappen und ein bisschen sauber machen. Ja, ich weiß nicht, wie das euch geht, ob das bei euch auch immer so ist. Also jetzt ist schon wieder so ein Punkt, wo mir schon wieder die Ideen ausgehen, wo andere dann erst richtig anfangen und loslegen, dann so richtig im Flow sind. Also wenn ich mir dann manchmal so andere Bastelvideos angucke und dann sehe, so ja, da wäre ich jetzt dann schon so ein bisschen mit meinem Latein am Ende und wüsste jetzt nicht mehr so richtig, wie ich weitermachen soll. Und da fangen die Leute dann erst richtig an. Also ja, das ist jetzt so die Base und dann da legen die erst richtig los, da habe ich so ein bisschen Schwierigkeiten. So, jetzt habe ich mir gerade noch mein weißes Gesso vorgekramt. Der ist ganz okay. Dann werde ich hier, upsie, ja, da solltest du nicht hin. Aber okay, dann werde ich hier einfach noch mal ein bisschen über diese... Bilder, dass man die Ränder vielleicht nicht so doll sieht. Ja, was machen wir hier? Das alles noch mal ein bisschen aufzuhellen. Dann hätte ich mir lieber hier drüber, bevor es wieder passiert. Hallo? Will nicht. Mach es doch hier drauf. Fertig. Das geht doch einfacher. So, einfach nur, damit die Ränder auch nicht so vorstechen. Überall. Einfach so ein bisschen Gesso. Und wenn der gleich getrocknet ist, dann kann ich ja nochmal mit Farbe so ein bisschen rüber gehen. Ja, hier an den Rändern sollte ich auch nochmal vielleicht mit Strukturpaste mit irgendwas drüber gehen. Mal gucken. Vielleicht mache ich doch noch ein paar mehr von den Blasen, aber in einer anderen Farbe oder so. So mit oben. Richtig auswaschen tue ich den nachher jetzt erstmal. Nur so. Und dann habe ich mir hier so ein aus dem, oh, weiß ich gar nicht mehr, wo ich das her habe. Da, Teddy steht drauf. Hatte ich irgendwann mal, fragt mich nicht wann, von Teddy. Und das werde ich gleich mal. Also Farben brauche ich auch nicht wegschmeißen. Das packe ich hier einfach da drauf mit und werde mir das ein bisschen mit Modelliermasse und einfach alles vermischen. Ich denke mal, das klappt. Mache ich mir jetzt nicht so einen Kopf. Ich glaube schon, dass es funktioniert. Und wenn nicht, habe ich Pech, aber ich glaube, das geht. Gut, das ist zwar eine matschige Angelegenheit. Doch, ja, das ist ziemlich... eine ziemlich mappige Angelegenheit und es sieht auch jetzt irgendwie ganz schön komisch aus von der Farbe her. Ich weiß noch nicht, ob mir das so gut gefällt. Mal gucken, wie es dann wird, wenn es wieder getrocknet ist, ob es dann wieder dunkler wird. Und jetzt pinsel ich da halt mit der Farbe einfach ein bisschen drauf. So. Und dann gehe ich mal hier unten in meine Steine so ein bisschen rein. Zack, also auf ihre Hände jetzt bitte nicht. So, auf den Rest schon, aber nicht auf die Hände. Gut. Hier nochmal so ein bisschen. Zack. Jo, nicht schlecht, nicht schlecht. Ja, sieht auch gut aus, aber ich habe natürlich viel zu viel von dem Zeug jetzt. Und oben möchte ich es natürlich nirgendwo drauf haben.
Dann nehme ich ihn erst gleich mal ab. Und ja, es ist ein bisschen schade drum, aber gut. Das war mir jetzt, ist mir jetzt viel zu viel. War ja auch nur ein Versuch. Obwohl, warte mal, ich lasse das so, wie es ist. Da macht mir da noch mehr Schaden drauf. viel, viel mehr. Sieht doch schon mal cool aus. Und dann, welches Muster nehmen wir denn hier? Vielleicht das hier. So. Jetzt mal ein bisschen drehen. Hier. Das Muster. Das ist jetzt natürlich mehr Farbe als Pasta, aber es macht ja nichts. Oh, das könnte cool aussehen. Wow. Das gefällt mir. So, dann drehe ich das aber hier mal ein bisschen. Schwupp. Ja, ist natürlich dadurch, dass es mehr Farbe als alles andere ist, nicht ganz so wie Strukturpaste und ist natürlich ein bisschen verschwommen, aber finde ich nicht schlimm. Finde ich sogar ganz cool. Schmeiß ich hier noch alles durch die Gegend. Ja, ihr müsst das entschuldigen, dass ich da so ein bisschen monkig bin mit meinem mal gleich sauber machen. Aber ja, wenn man es später macht, dann stehe ich da stundenlang am Putzen. Da habe ich keinen Bock drauf. Bisschen zu faul für, wisst ihr. Versuche ich das immer so gut wie möglich gleich zu machen. Ja, das ist leider die nächste Macke. Ne? Ich mag ja die Finger immer nicht so voll gesaut haben. Aber laut meiner Mama mochte ich das als Kind schon nicht. Also ich habe wohl als Kind im Spielkasten, im Sandkasten, wenn ich da gespielt habe, dann ja, ein paar Minuten gespielt und dann bin ich mit halt mit Fingern, dreckigen Fingern, dann habe ich geheult oder habe halt rumgeheult, dass ich mir die Finger sauber machen soll. Das konnte ich wohl als Kind schon nicht leiden. Dreckige Finger. Keine Ahnung warum. Hat so jeder seine Macken, ne? Und wie man hört, fängt das schon in der Kindheit an. Genau. Ja. So, das gefällt mir auf jeden Fall schon ganz gut, wenn man jetzt auch die Kanten da so ein bisschen überdingst hat. Irgendwas fehlt mir noch. Ich weiß aber nicht was. Auch hier oben in der Ecke könnte auf jeden Fall mit Strukturpaste noch irgendwas hin. Vielleicht, guck mal, da unten, das ist doch so ein Gelbton, glaube ich. Genau, das ist so ein Gelb-Grünton. Da werde ich mal gucken, ob ich da nicht vielleicht mir was zurechte mix. Mal gucken, ob das funktioniert, ob das wirklich so gelb ist oder eher grün. Und ja, nicht so viel nehmen. Schmeiße ich gleich wieder so viel weg. Und kann ja da so ein bisschen die Sonnenreflektierung sein. So, das dürfte schon reichen. So. Ja, es wird ziemlich gelb. Sehr schön. Ich würde es auch ein bisschen fester drücken, dass die Pigmente mehr rauskommen. Muss man aber aufpassen, dass nicht noch andere Pigmente kommen. So, und jetzt mal gucken, weil so ein Sonnenstrahl-Dings. Ich habe wirklich noch einiges bestellt bei Ali, was demnächst noch kommt. Unter anderem auch so Sonnenstrahlen, aber habe ich jetzt leider noch nicht. Also muss sowas hier erstmal herhalten. Aber im Wasser wird ja auch sowieso immer alles so ein bisschen so reflektiert oder hat halt Bewegung. Und dadurch ist doch sowas gar nicht so schlecht. So, da unten reingepatscht. Ist natürlich jetzt alles wesentlich feuchter, als wenn man es normalerweise benutzt. So, wartet mal, was habe ich denn hier noch? Hm. Also Zebrastreifen und das.
gefällt mir alles jetzt nicht so, ehrlich gesagt. Da bleibe ich lieber bei dem hier. Machen wir hier vielleicht nochmal hier unten, so neben der Flosse, so ganz bisschen davon. Einfach nur, dass sich das auch im Bild nochmal so ein bisschen wiederfindet. Finde ich immer ganz schön, wenn das an anderen Stellen die Farbe sich dann nochmal wiederfindet. Und hier unten passt die auch gut her. Einfach, weil hier unten ja schon so ein bisschen grün, alles so ein bisschen grün wird. Ja, seht ihr, die ist schon wieder so gut wie trocken. Probier es mal. Ja, geht. Das ist was abgefummelt. Dann passt es wieder. Ja, bei den Tieren ist es auch tatsächlich wichtig, das gleich sauber zu machen, weil sonst kriegt man den Kram nicht mehr ab. Ich muss hier mal mit der Flex von meinem Mann beigehen und das damit mal reinigen, weil hier ist halt so viel schon drauf, wo ich nicht schnell genug sauber gemacht habe. Das kriege ich so auch nicht mehr ab. Da hilft nur noch die Flex. Oh, das ist ja auch nicht weiter wird. So, das mache ich dann nachher mit Wasser sauber. So, von der Strukturpaste her gefällt es mir jetzt. In der Mitte, das Kupfer gefällt mir auch richtig gut, dieser schöne Schimmer. Ja, also so würde ich es jetzt tatsächlich schon benutzen und dann mit einem, ja, mit was dahinter halt, noch mal extra auf eine Karte oder so, mit einem Deckblatt dahinter und dann noch ein Blatt dahinter, also wisst ihr, wie ich meine? Wie ein Schatten. Ist ja kein Schatten, ist ja eine Umrandung. Aber also noch ein Papier, was halt an jeder Seite einen halben Zentimeter länger ist, dass man halt so einen Rahmen hat und dann halt da die tatsächliche Karte. Ich komme gerade nicht drauf, wie es heißt. Hier habe ich auch rumgesaut, aber ist nicht so schlimm. Ja, das gefällt mir noch nicht so gut, dass das noch nicht so abgedeckt ist. Und wofür habe ich das Papier da überhaupt drauf gemacht, dass man da die Weltkarte sieht, wenn man jetzt die Weltkarte durchs Gesso doch wieder nicht mehr sieht. Da muss ich mir auch noch mal ein bisschen überlegen, wie ich das wieder löse. Ich lasse es einfach so, ich müsste dann noch mehr Sachen drauf machen. Vielleicht noch mal Farbe drauf oder so. Eine Idee. Aber da nicht, da habe ich schon genug Farbe. Und hier zum Beispiel. Das ist doch besser. Und oben wieder ein bisschen blau. Ups. Ja, besser. Schon besser, dann sieht man die Übergänge nicht so doll. Das lasse ich aber in Ruhe. Das heißt, bis auf die Ränder werde ich mit dem Grün hier so ein bisschen machen, dass die Ränder hier so ein bisschen noch verdeckt sind. Aber ansonsten lasse ich das in Ruhe, damit das jetzt ein bisschen mehr Übergang hat. So ist besser. So, finde ich an sich gar nicht so scheiße. Perfekt finde ich es noch nicht, aber ja, geht schon mal. So, was ich jetzt natürlich auch nicht bedacht habe, obwohl, nee, wenn ich es noch auf ein anderes Papier oben drauf klebe, dann ist es okay. Wenn ich es jetzt aber einfach so benutzen wollen und hätte hier oben die Löcher machen wollen, dann hätte ich oben Rand lassen müssen, dass ich dann halt mit der Cinch da die Löcher reinmachen kann und das dann halt einheften kann, aber will ich ja sowieso nicht. Ich will ja sowieso das noch auf ein anderes Papier machen. Dann löst sich gerade die Ecke, die klebe ich mal wieder fest. So, genau. Ja, aber sonst, wie gesagt, gefällt es mir schon gut. Nochmal auf ein größeres Blatt Papier und dann ist schick. Vielleicht behalte ich das auch und packe das auf eine Karte oder so. Also mach da mal eine Karte von. Hier irgendwie noch einen schönen Spruch oben drauf.
einen Text hier vielleicht so rein oder so, dann fällt auch dieses hier, finde ich, ein bisschen misslungen, die Ecke. Aber wenn ich da einfach einen Spruch oben drüber packe, dann sieht es doch gut aus. Dann kann man es direkt so als Karte verwenden. Genau, okay, ihr Lieben. Ja, ich habe jetzt hier ja noch einige Papiere liegen, nämlich 5 an der Zahl. Und ich überlege mir jetzt gleich mal, ob ich bei denen hier oben mal ausmesse oder mir halt die Zinch einmal schnappe. Einmal das Ganze hier reinschiebe und dann einmal gucke, bleibt das, ja, Bleistift einfach nur so eine ganz feine Linie, damit ich einmal weiß, wo ich hinten lande und wie viel Platz ich lassen muss, falls ich da, ja, bis da hinten hin kommen ja die Dinger nicht, ne? Die kommen ja eigentlich nur bis da. So, das funktioniert mit dem Stift noch nicht ganz. Also bis hier. Bis zu der Ecke da. Da, bis da kommen die Dinger. Also so viel Platz müsste ich lassen. Das werde ich, glaube ich, einmal machen, dass ich mir das markiere, bis wo ich Platz lassen muss. Und dann ja von da aus halt gucke, dass ich halt nur darunter das gestalte. Und das werde ich aber schön allein machen. Ich muss jetzt sowieso noch mal nach meinem Essen gucken. Ich koche nämlich gerade persisches Essen und das muss ziemlich lange kochen. Roma Sabzi nennt sich das Ganze. Das kocht eine ganze Weile und ich muss aber zwischendurch gucken, ob jetzt noch genug Wasser drin ist und so. Genau. Und ja, da man beim Basteln immer so schnell die Zeit aus den Augen verliert, werde ich jetzt schnell nach dem Essen gucken. So, ihr Lieben, ich habe jetzt die anderen Zettelchen hier auch alle fertig gemacht. Ja, das haben wir ja vorhin zusammen gemacht, das habt ihr ja schon gesehen. Dann habe ich das hier noch gemacht mit verschiedenen Papieren und ja auch wieder mit, mit Modelliermasse. Dann habe ich mal eins gemacht, nur mit Stempel, und zwar mit diesen Stoffstempeln. Und das hier war noch ein alter, den hatte ich mal irgendwann von Action, glaube ich, oder ja auch von Ali, weiß ich gar nicht mehr genau, mit so Nähkrams halt, Stoff und Garn und Nähmaschine und Püppchen und so weiter. Genau, das passte alles ganz gut zusammen. Dann habe ich hier mal eins gemacht, da habe ich mir vorher noch so eine Briefmarke, aber so eine ganz einfache nur. Und dann hier hatte ich diesen Hintergrundstempel mit der Mauer hier immer wieder nebeneinander gestempelt und dann zwischendrin hier und da dann auch mal den mit der kaputten Mauer. Genau, und dann halt ja auch wieder mit Modellierpaste da ein bisschen was drüber, und nur bei der Schrift oben bin ich dann mit diesem Metallic, also mit der Kupferfarbe nochmal drüber gegangen. Dann habe ich eins gemacht mit den beiden Washis. Ich wollte ja alles mal so ein bisschen ausprobieren, was ich da so neu habe, und habe halt überall so ein bisschen Noten, aber auch, dass die Kreise sich halt immer wieder wiederholen. Und jetzt zu guter Letzt habe ich dann nochmal meine Farben vorgekramt und habe hier so ein bisschen mit Wassermalfarben, aber auch mit Paint am Ende noch mal ein bisschen drüber gekritzelt, nachdem alles trocken war, und vorher hier mit den Stain Spritzer drauf gemacht und wie gesagt dann mit den Farben auch noch mal ein bisschen drüber gegangen. Ja, immer noch schmutzige Finger, obwohl ich schon gewaschen habe, aber irgendwas färbt hier noch ab. Macht nichts. Ich habe haufenweise Tücher benutzt. Aber wie ihr seht, das habe ich jetzt auch zum Schluss gemacht und ist halt noch nicht ganz trocken. Achso, und da habe ich vorher mit diesem Notenhintergrundstempel embossed, und zwar mit so einem Puffy Weiß
von Wow. Ja, und fand ich auch ganz cool. Ja, das sind jetzt so meine Seiten. Und ja, das soll natürlich nicht alles sein. Ich will natürlich dann dazwischen immer noch ein paar andere Seiten machen und ja, dann mal gucken, wie ich das dann am Ende zusammensetze. Bei dem weiß ich noch gar nicht, ob ich es dafür benutze. Vielleicht mache ich wirklich eins, wo ich es ein bisschen größer mache. Und das hier, das ist natürlich ganz schön viel, wenn ich das ringsrum einmal haben muss. Aber vielleicht mache ich das auch nur unten, nur oben, dass ich nochmal ein Papier hinterklebe, was halt nur oben noch so viel rausguckt, dass ich dann eben nochmal die Stanzteile dran machen kann. Und ja, dann halt das als Cover sozusagen nehme, das weiß ich noch nicht. Oder ich benutze nur die 5 und benutze das hier dann als Karte. Ja, mal schauen. Genau, und dann werde ich mir immer mal wieder welche machen und ja, werde die dann irgendwann alle in ein Heftchen mir machen. Genau. Ja, mal gucken, ob ich da noch mehr mache oder wann ich entscheide, so jetzt habe ich genug oder noch andere Blätter, die ich halt schon so habe, da noch zwischen mache und das dann als Block benutze, wo man dann was reinschreiben kann. Oder vielleicht hat auch jemand von euch Lust, selber solche Dinger zu basteln und mit mir zu tauschen, warum nicht? Geht ja auch. Genau. Die Möglichkeiten sind unbegrenzt. Okay, ihr Lieben, ja. Ich wollte euch jetzt bei den ganzen einzelnen Sachen nicht mitnehmen, weil theoretisch ist es eh immer das Gleiche. Ne? Man arbeitet mit Stempeln, man arbeitet ein bisschen mit Farbe, man arbeitet ein bisschen mit Modelliermasse und am Ende kommt halt irgendwas bei raus. Und am Anfang weiß man eh nicht, was am Ende rauskommt. Man hat vielleicht eine Grundidee und dann guckt man sowieso, wie es dann wird. Genau, deswegen würde ich sagen, ja. Vielleicht benutze ich auch jedes einzelne als Cover für ein Heftchen. Wäre auch noch eine Idee. Ja, genau. Und dann hat man immer so verschiedene Themen, weil es sind ja doch alles sehr unterschiedliche Sachen, die ich dann hier mit meinen Sachen gewerkelt habe. Okay, so. Jetzt weiß ich nicht mehr, was ich erzählen soll. Deswegen sage ich auf jeden Fall Tschüss und wünsche euch noch einen ganz schönen Tag. Bis dann. Tschüss.